Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Daran hat sich nichts geändert und ich freue mich sehr, dass auch wir in diesem neuen Jahr mit Dirk diese Webinarreihe fortsetzen können. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt an den Dirk übergebe, müssen wir wie immer kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch in diesem Jahr dient dieses Webinar nur zu Informations- und Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Dirk zeigt, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja. Sehr gut. Ja, ich freue mich wirklich, dass Hallo, guten Morgen, Tim. Dass Sie heute live dabei sind. Tim, sage ich schon. Meine Güte. Timo. Also, das war nicht gelogen, dass ich müde bin, Dirk, wie du siehst. Ja, er hat uns Deswegen. aber auch verwirrt, ne, mit seinem Timo, Timo, Timo. Ja, das hat mich Ja. wirklich verwirrt. So, Ich habe auch schon gedacht, bevor ich jetzt weiteren Blödsinn rede, übertrage ich mal den Bildschirm und damit wünsche ich viel weiter Erfolg. Blödsinn Damit wir uns mal abwechseln, genau, und Genau. viel Spaß. Naja, das kann ja was werden. Heute. So, dann sage ich auch mal an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Live-Trading-Markteröffnungswebinar hier heute mit, beziehungsweise von FX Flat und meiner Wenigkeit. Ich habe ja morgens auf den Markt geguckt, habe nur so gedacht, ach du Schande, das soll ich jetzt handeln. Also ich glaube, ich meine, ihr habt den Markt ja selbst auf und seht ja, wie das Bild aussieht. Und das ist schon sehr, sehr abenteuerlich. Also ich gehe gleich mal rüber auf den Bildschirm. Ich bin tatsächlich auch echt, keine Ahnung, ob das an der Kälte liegt, aber ich könnte irgendwie hier auch gerade weiter schlafen. Von daher hoffe ich jetzt, dass ich da vernünftig reinkomme. Und wie man sieht, ne, neuer Pullover für die, die gestern da nochmal gelästert haben und vorgestern. Ich muss jetzt dann auch mal die ganze Serie hier zum Vorschein bringen, die ich da halt letztens noch geshoppt habe für die Webinare. Genau. So, mal gucken, wer alles da ist. Der Tim ist da, habe ich gesehen. Den haben wir ja gerade schon hier begrüßt. Ich glaube, die Witze sind auch ein bisschen lahm heute Morgen, entsprechend ungefähr meiner Verfassung. So, ich gehe jetzt aber mal rüber auf den Hauptbildschirm. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um einen Knopf zu finden und den auch dann zu drücken. Das ist natürlich schon sehr abenteuerlich. Fange aber erstmal an hier mit der Übersicht. Boah, ich bin, ne? Es gibt's doch gar nicht. Und dabei habe ich gar nicht mal weniger geschlafen als sonst. Also, hier jetzt erstmal das Bild. Also man hat ja auch gesehen, im Blog war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Weil ich ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, was ich dazu schreiben soll, zu dem, was der Markt hier macht. Und ob und wie man das handeln kann, das werden wir dann irgendwie auch gleich sehen. Aber hier deswegen jetzt erstmal die Übersicht auf der Stunde für jeweils für den DAX und den Dow. Also man sieht jetzt hier gerade die 8-Uhr-Bewegung, die hat schon wieder, die sagt schon wieder viel aus. Einmal rauf und dann wieder zurück und dann doch nicht wissen, wie es weitergeht. Und man sieht, der Markt ist so ein bisschen unentschlossen. Und wenn ich jetzt rein mal vom Dow ausgehe, also fange ich mit dem vielleicht einfach mal kurz an. Also weil die beiden ja doch momentan wieder im Synchrontakt unterwegs sind. Hier sieht man halt, ne, ich habe oben in Rot eingezeichnet, das ist das Gap, was er da halt gerissen hat. Das war in der Nacht, gestern war das, oder? Heute um 12, ja genau. Also auf gestern, also von übers Wochenende, hat hier so ein kleines, in Anführungszeichen, Gap. So klein ist es dann auch wieder nicht. Um die 60, 70 Punkte. Und da hat er halt gestern auch versucht, jemals, also das Gap halt zu schließen, hat nicht funktioniert. Mehrfache Anläufe hier, jetzt gerade schon wieder. Da habe ich vorhin schon gedacht, so, hä, gestern macht das die ganze Zeit nicht, hängt hier, keine Ahnung, 12 Stunden auf der Stelle. Und jetzt dann um 8 Uhr, glaube ich, auch nicht dran. Ja, und sieh da, ich war eben mal kurz short, hätte ich besser drin gelassen, das Ding, aber okay. Funktioniert also auch nicht um diese Zeit. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir mit dem Markt hier haben. Das heißt, der kommt halt oben nicht weiter, will aber halt auch nicht runter. Also das nennt man halt einfach seitwärts. Und ich habe auch gestern einen Blog geschrieben.
Ich hätte gerne erstmal seitwärts und dann kann das Ganze auch funktionieren mit dem Dip. Also seitwärts haben wir bekommen. Und der Grund, warum ich das so sehe, oder beziehungsweise mit dem Seitwärts und dem Dip, und warum das jetzt auch irgendwie gerade sich zumindest mal bis dahin auch bestätigt, und da jetzt nicht einfach weiter ein Trend läuft, das liegt so ein bisschen daran, das zeige ich mal ganz kurz. Ich gehe nochmal hier kurz rüber aufs andere Bild. Also ich bin noch hier im Daumen. Und zwar haben wir hier halt einfach den letzten Außenstab, also hier im Daily jetzt halt, ne, im Dow. Das heißt, wenn ich mir das Ding, ne, das ist er nicht, Moment, ich korrigiere den. So, und das ist halt hier so der letzte Außenstab, den wir halt hier haben. Und da hat er sich am Freitag schon drin aufgehalten. Ist nichts passiert. Einmal kurz unten rausgedippt und das war's. Und deswegen, wenn er halt hier eine vernünftige Bewegung machen will, und deswegen halt habe ich halt gesagt, ich hätte eigentlich gern einen Dip auf irgendwie genau dem Bereich hier, die 563, wie sie hier eingezeichnet ist. Und dann kann es auch funktionieren, dass man dort auch nochmal einen Entry kriegt, der halt weiterläuft. Und deswegen muss es halt schnell gehen. Also es hätte nicht passieren dürfen, dass jetzt zum Beispiel, dass wir gestern halt hier drunter schließen unter dem Freitagstief. Das hätte das Ganze schwieriger gemacht. Deswegen ist es so eigentlich besser. Und die Idee ist halt hier, dass wir halt an einem Tag einmal runter dippen und dann halt wieder darauf ziehen in diesen Bereich rein und dann kann der auch nach oben weiterlaufen. Und in Folge, beziehungsweise aus dieser Betrachtung her, ist es eigentlich schon okay so. Es ist natürlich super schwer zu handeln, beziehungsweise es ist nicht wirklich schwer zu handeln, aber es ist halt super schwer, da das richtige Timing zu finden, weil jetzt einfach auch keiner weiß. Startet das jetzt irgendwie um 9 Uhr, heute Nachmittag um 16 Uhr oder wann auch immer. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ja, und aber generell halte ich das schon für den richtigen Ansatz. Ja, weil wir hier halt auch die Widerstände hatten über mehrere Tage, die oben gekauft und da fehlt halt dem ganz normalen üblichen Ansatz, den ich ja sonst immer verfolge, halt wirklich so der Rücktest. Und man sieht ja auch, es geht hier halt hier nicht mehr weiter. Ne? Also es ist halt irgendwie, steht da jetzt seit Tagen drin. Seit Donnerstag hat sich eigentlich nichts mehr getan hier. Und da klebt es halt einfach an der 31.000 irgendwas. Und wobei hier vernünftige Marken zu finden, ist auch nicht wirklich so einfach, weil, ich gehe mal nochmal hier rüber, ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten, weil falls sich zur Eröffnung was anbahnt, was ich aber jetzt auch noch nicht wirklich sehe, außer dass es halt wieder nach unten drückt, heißt aber noch nichts, weil nämlich einfach hier in dem Bereich sieht man ja, die war halt gestern auch schon orange, die 31.027 und da war auch dann prompt der Point of Control. Also orange sind bei mir immer Punkte, wo ich halt sage, da erwarte ich einfach, dass sich dort das Volumen konzentriert in irgendeiner Form. Das hat gestern wirklich ja auf den Punkt genau gepasst. Da war dann auch gestern der Point of Control ganz genau. Und wie man halt jetzt sieht, tanzt er da halt einfach die ganze Zeit drauf rum. Ne? Kommt oben nicht weiter durch das Gap, kommt aber auch hier nicht drunter. Hier in der kleinen Supportzone steht die ganze Geschichte rum. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit hier dabei. Wenn man aber sich das Ganze jetzt mal halt markttechnisch anschaut, sieht das Ganze für meine Begriffe so aus. Also wir haben halt hier, wir haben halt hier, und dem Ding mal eine andere Farbe, damit es nicht so verwirrend ist. Hier die Abwärtsbewegung. Dann haben wir hier die nächste Abwärtsbewegung mit einem neuen Tief. Ja. So, und seither auch keine neuen Hochs. So, und das heißt eigentlich, wenn sich das Ganze jetzt in dieser Form irgendwie fortsetzt, das heißt, er kann bis maximal hier oben irgendwo hin. Das hat er ja auch gerade versucht. Das ist ja auch okay. Wobei ein Gap Close, ne, natürlich nach meinem Dafürhalten nie bärisch zu werten ist. Deswegen wäre das eher schwierig, wenn er jetzt da oben Gap Close macht, weil dann besteht die Gefahr, dass wir nochmal hier hochlaufen und dann ist es endgültig seitwärts. Noch ein bisschen länger allerdings. So, aber generell noch passt die ganze Geschichte und das sollte eigentlich nach den neuen Tiefs, die dann halt hier halt irgendwo auch nochmal ein weiteres Tief dann halt irgendwann kommen. Aber wir sind halt hier, das ist immer so ein bisschen das Problem bei dieser Betrachtung, auch wenn die halt relativ verlässlich ist, oder für meine Begriffe halt eine Stunde habe ich halt die größte Verlässlichkeit, behaupte ich immer, weil die Stunde einfach auch überall gleich aussieht. Ne? Also von den Kerzen, die sich da bilden, sowohl im Future als auch in jedem CFD und Kassa. Eine Stunde ist einfach eine Stunde. Und da gibt es halt keine Abweichung zu
den unterschiedlichen Darstellungen. Deswegen konzentriere ich mich halt am liebsten auf die Stunde oder nicht auf 4 Stunden oder sonst irgendwas. Ja, also das wäre halt so generell das, wie sich das eigentlich weiterentwickeln müsste. Ja, wenn man jetzt mal dabei bleibt, dass wir halt hier eine Struktur haben, die jetzt erstmal abwärts gerichtet ist. So, aber wie gesagt, trotzdem kann der halt hier nochmal hier hochlaufen und das Maximum liegt dann halt eben schon wieder bei der 134. Und das Problem ist, wenn er jetzt zur Eröffnung, also zur deutschen Eröffnung jetzt da hochlaufen sollte, dann klebt er wahrscheinlich erstmal da oben fest. Und weil in der Regel ist ja nicht so, dass es halt in eine Richtung läuft und dann halt sofort wieder nach unten kippt. Das ist ja meistens halt irgendwie selten der Fall, sondern es klebt dann halt erstmal wie so eine Fliege an der Decke und dann passiert erstmal lange nichts. So, das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Im DAX, den finde ich ja fast noch schwieriger zu greifen hier. Da sieht man halt nur, da wollte ich halt am, wann war das beim NFP, das habe ich gesagt, wir müssen unbedingt mal runter auf die 14.000. Das hat er dann auch gemacht mit Ach und Krach. Und dann hat jetzt dann gestern nochmal nachgeliefert. Und schiebt halt hier unten auch irgendwo so in, für mich, Bereich, der ein bisschen schwer zu greifen ist. Weil das hier, diese Hochs, die wir hier halt haben, ne, in dem Bereich, gucken, ob mein Zeichending hier funktioniert, genau. Ne, also das hoch, hier gekauft, das hätte eigentlich gereicht. Das hat er hier auch gemacht an der Stelle. Hier gab es dann einen kleinen Dip, nochmal hoch, darunter, da sind wir jetzt aber auch schon drunter. Das heißt, auch der müsste eigentlich noch ein weiteres Tief nachsetzen, dann halt. Hier vielleicht auf dem Cluster, also da muss man halt wirklich sagen, vielleicht, weil es ist so ein bisschen Ratespiel jetzt hier, was er da jetzt vorhat. Aber auch der hat natürlich generell gar kein Problem, bis da hoch nochmal zu laufen. Das ist so das Maximum. Ne? Ich habe jetzt hier vorhin mal eine Linie hinzugefügt, weil ich hier oben so die letzten Supports gesehen habe von den letzten Stundenkerzen, die dann auch hier nochmal verkauft wurde. Das wäre wirklich so das Maximum, bis wohin das Ganze dann noch intakt wäre. Daher werden wir jetzt mal sehen müssen, was die Eröffnung macht, weil jetzt hier die, wenn ich mir die 8 Uhr angucke, die drückt einfach nur nach oben, aber hier long gehen, ich weiß es nicht. Ne? Also dafür fehlt mir halt so ein bisschen der Boden hier in der Luft. Vielleicht nochmal hier in dem Bereich hier auf dem alten ATH bei 13.900 und ein paar 30 ist die ganze Geschichte. Vielleicht dort nochmal eine Aufsätze, dann nochmal versuchen hochzuziehen, dann doch runterkippen oder wir laufen direkt hoch, kleben da oben fest und kommen dann runter. Das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, die ich jetzt halt hier sehe. Insbesondere jetzt halt hier für den heutigen Morgen, um das halt irgendwo vernünftig greifen zu können. Und deswegen sage ich halt, beziehungsweise habe ich halt morgen, da war so meine erste Reaktion so, ach nee, ne, das habe ich jetzt hier am Bein. Aber das ist ja halt einfach keine klare Struktur. Im DAU ist es wenigstens klar seitwärts. Hier, man weiß es nicht, was es werden soll. Das ist echt. Weiß nicht, wie ich das halt ja, sonst beschreiben soll. Da fragt gerade jemand, was sind die gestrichenen Linien? Das sind immer die ATHs momentan. Also hier oben in dem Bereich sind es jetzt ATHs, aber sonst sind es halt in der Regel Trendgrenzen, die ich halt einzeichne. Und die jetzt aber nicht den Charakter haben, dass dort halt, also dass die halt wie eine Triggerlinie funktionieren. Triggerlinie heißt, Markt schließt drüber, setzt zurück, geht long, Markt schließt runter, setzt zurück. Und geht short, sondern das sind halt einfach wirklich dann Grenzen, Peak-Grenzen dann auch meistens, ne, die man dann halt kombinieren kann mit entsprechend halt den Triggerlinien. Also das sind halt bei mir die gestrichelten. Hier oben dazwischen habe ich jetzt nicht wirklich was. Also 14.000 ist für mich sowieso so die No-Go-Area für den DAX, weil ich ja irgendwie jahrelang immer gesagt habe, es gibt keinen DAX über 14.000, funktioniert sowieso nicht. Gut, er war jetzt halt dann tatsächlich mal irgendwie 130 Punkte drüber. Meinetwegen auch ein bisschen mehr, aber kann sich da halt nicht halten und deswegen mal halt sehen, wie das da halt weitergehen will. So, ich gehe mal kurz rüber, mal gucken, was er uns hier jetzt irgendwie zur Eröffnung da halt zeigt. Ich bin heute wieder hier mit einem kleineren Konto unterwegs und auch, weil ich den Markt so ein bisschen für ein bisschen merkwürdig halte, was der da halt tatsächlich jetzt hier machen will. Und also hier sehen wir jetzt mal auf der Minutenbetrachtung, beziehungsweise hier sehen wir ja halt, ich gehe erstmal auf den DAX. So, ne, drückt halt so ein bisschen runter und dann halt wieder hoch, aber will man das Long handeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also da fehlt so ein bisschen wirklich so ein Rücksetzer hier in dem Bereich, das wäre halt nett. Den könnte man sogar versuchen, dann auch Short mitzukriegen, wenn er das angehen sollte. Aber hier
Ich bin auch grundsätzlich kein Fan von, hier falscher Handlungsmodus eingestellt, überhaupt kein Fan von runden Marken, überhaupt nicht, weil da halt viel zu viel Psycho Trading immer irgendwie am Start ist. Und na, weil halt da liegen auch letzten Endes dann, behaupte ich mal, Haufenwerk, so irgendwelche Zertifikate, Optionen und weiß da gucken, was da alles noch dazu kommt. Das muss man nicht irgendwie haben. Und deswegen bleibe ich da am liebsten weg davon. Und mir ist immer lieber, der Markt ist so ein bisschen weiter entfernt von runden Marken. Hat man ja auch gesehen beim Dow gestern, der 13.000, die 13.000, die 31.000, mal kurz die ersten beiden Ziffern verdreht. Und was hat der Lutz? Okay. Bei der 31.000, ne, das ist halt, da geht es dann mal kurz drunter, rennt doch wieder drüber, wieder rauf, doch nicht drüber, doch wieder drunter. Das ist halt ein ganz schönes Hin und Her. Und deswegen bleibe ich da am liebsten wirklich weg davon. Ich bin hier im DAX im 5-Minuten-Chart, weil jetzt erstmal, um überhaupt mal irgendwie so eine kleine Tendenz halt irgendwie vielleicht feststellen zu können, aber das, was er hier gerade macht, diese 12 rauf, 12 runter, bestätigt da so ein bisschen schon das, was ich da halt gerade gesagt habe. Ist super schwer zu greifen an der Stelle und deswegen halt wirklich mal gucken, ob man hier überhaupt jetzt irgendwo einen Trade hinkriegt. Das war ja letztes beim NFP-Webinar, war es ja leider auch schon so. Da hat sich ja gar nichts ergeben, weil halt die Bewegung dann zu klein war. Nachher hat sich dann halt komplett irgendwie dann auch bestätigt. Also was heißt komplett, ne? Es ging zumindest runter, aber jetzt auch nicht im Dow jetzt so weit, wie ich das gerne gehabt hätte. Und im DAX halt dann eben auch nur die 14.000, was ja dann okay war. Aber manchmal ist es dann halt eben so, dass man halt nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo man halt gerne handeln würde, dann auch einen Trade hinkriegt. Ne? Wir stehen hier im DAX einfach an der Eröffnung jetzt erstmal rum. Da weiß scheinbar keiner so richtig, was er damit anfangen soll. Von den anderen Marktteilnehmern, also die halt, die zumindest die Kohle bewegen. Und wenn ich mir hier das Volumen angucke im Orderbuch, da sieht man eigentlich relativ deutlich, da ist eigentlich gar keiner am Start. Also zumindest mal im Future nicht. Was jetzt dann halt im Aktienhandel passiert, das sehe ich natürlich jetzt hier nicht. Aber im Future hier, ist eigentlich, ich habe hier irgendwie die falsche Volumenquelle. Das muss ich mal gucken, weil es war eh gerade was verstellt. Ja. Nelson, ich bin nicht bei der Sache, merke ich gerade. Das ist nicht gut. So, weil da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil er jetzt halt auch mit einem Tick, mit einem Punkt, der neuerdings halt hier getaktet ist. Ich hatte mich jetzt hier versehentlich das Orderbuch vom Dow dahinter geklemmt. Jetzt ist das vom DAX aber trotzdem so wahnsinnig viel anders, sieht es halt auch nicht aus. Ne? Also insgesamt ausgeglichen, aber halt auch von dem Volumen, was sich halt zumindest im Buch zeigt, jetzt nicht besonders üppig. Also zumindest irgendwie nicht erkennbar, dass da jetzt halt irgendwas da halt großartig an irgendeiner Bewegung jemand im Sinn hat. So, was machen wir denn mit dem Markt hier? So, ich gucke mal kurz, was schreibt der Lutz? Der Lutz. Lässiger Pulli, danke. Ja, oh, was ist denn mit Facebook schon wieder los? Die habe ich definitiv, das natürlich, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, Lutz, wenn du eh gerade da bist, du kannst gerne meinen Blog, aber da steht, also zumindest das Bild ja da drin, du kannst gerne den Blog dann halt als Tages, Thema da halt reinstellen. Also keine Ahnung, warum das nicht drin ist. Ich habe es auf jeden Fall gestern Abend gemacht, aber wirklich Sinn ergibt es nicht, warum das ja nicht das ist. Also Andreas sagt, gemäß saisonaler Rückblick im Jahr nach der Wahl sollen die Shorts im Dauer ab nächster Woche kommen. Ja, ich sage ja halt immer, ne, das ist so ein bisschen, ich habe eh noch nie verstanden, warum man davon ausgeht, dass wenn die Wahl vorbei ist, die Märkte plötzlich steigen sollen. Ne? Ich meine, das ist weiß ich nicht, ne? Das ist, glaube ich, eher so die deutsch geprägte Betrachtung von der
Trump-Präsidentschaft, weil eins mal nicht zu vergessen, kein Präsident vorher hat jemals so eine Performance in den Märkten hingelegt wie der Trump. Also das war definitiv sein Markt. Und warum jetzt halt Biden dafür sorgen sollte, dass die Märkte steigen, ergibt sich für mich irgendwie erstmal gar keinen Sinn. Nur weil halt dann jetzt irgendwie halt so das Gezerre da halt vorbei ist, okay, aber weiß ich nicht. Kann ich, also wenn man das halt mal wirklich von der Perspektive einfach mal überlegt, ja, also versucht man wirklich halt hier das Denken einzusetzen, und dann fehlt mir da absolut jede Grundlage halt dafür. Ne? Nur wenn man den beiden halt vielleicht netter, sympathischer, weiß ich was findet, wobei das ja natürlich auch Geschmackssache ist, das ist der Börse aber, glaube ich, egal. Und die wusste halt immer, okay, der Trump schiebt die Märkte nach oben. Ne? Und das hat er ja gemacht. Bis zum Schluss, auf jeden Fall. Und da wäre es halt eigentlich eher nicht verwunderlich, wenn die Märkte mal ordentlich in die Knie gehen, wenn die ganze Geschichte hier durch ist. Von daher passt es dann halt auch nach dem Saisonalitätsrückblick, passt das ganz gut zusammen. Okay, also, was sollen wir hier machen mit diesem Markt? Ne? 3 Punkte rauf und runter. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Das brauchen wir hier echt nicht zu handeln. Ne? Es sei denn, es gibt jetzt hier irgendwo mal einen vernünftigen Ruck in irgendwelche Richtungen. Dann würde ich halt versuchen, da irgendwo mitzugehen. Aber da passiert nichts. Dauer wahrscheinlich das gleiche in Grün. Ja, tritt halt nur auf der Stelle. Und es kommt nichts hinterher. Wahrscheinlich haben die Nelson das gleiche Problem wie mir. Wie wir. Die sind auch alle müde. Da ist irgendwie entweder keiner da oder aber irgendwie so richtig handeln will da keiner in Frankfurt oder wo auch immer die Eröffnung halt gehandelt wird von deutschen Markt. Müssen wir halt hier die 9:15 Uhr mal abwarten, was ja meistens oder oft dann halt mal so die erste Tendenz ist, wo man so ein bisschen sehen kann, wo es hingehen soll. Also das Einzige, was ich jetzt hier gerade sehe, aber wir reden hier über eine Range von irgendwie 10 Punkten gerade, ist, dass es halt nicht zu 14.000 oben halt raus will oder überhaupt nicht mal hin will. Ne? Ich meine, passt natürlich schon hier zu diesen Hochs. Aber das sind natürlich halt, das ist Overnight hier, ne? Ohne Volumen. Wobei jetzt das Volumen auch nicht besonders groß. Ne? Also das heißt, es drückt tendenziell eher jetzt erstmal ein bisschen runter und gucken, ob sich das jetzt dann halt auch so hält. Und ob wir hier, dass dieses kleine Cluster durchkommen. Und dann könnte man halt mal versuchen, natürlich ohne Empfehlung, vor allen Dingen halt bei dieser geringen Vola. Da halt wirklich dann mal short da mitzugehen. Aber da kommt halt einfach auch jetzt schon wieder nichts nach. Und wenn wir um 9:15 Uhr wieder bei der Eröffnung stehen, dann weiß ich auch nicht, das soll vielleicht irgendwie was anderes machen. Vielleicht irgendwie ein paar YouTube-Videos hier gucken oder so. Oder einfach Kaffee trinken und über das Wetter reden. Meine, das bringt dann irgendwie nicht so wirklich viel. Ich meine, skypen kann man das sicherlich. Ne? Ich bin halt hier nur immer mit zwei Bildschirmen, mit zwei Märkten. Insgesamt ja dann 3 Bildschirmen hin und her und plus halt die Webinare, Moderation. Bin ich da beim Skyping immer so ein bisschen überfordert. So. Aha. Meine Seite, es schreibt hier gerade noch jemand, die Carmen wäre nicht da. Muss ich gleich mal checken. Ich kann jetzt hier nur keinen Browser aufmachen, ohne mir hier jetzt schnell das Bild zu zerschießen. Sonst würde ich es kurz mal gucken. Ja. Wie der Markt, so der Dirk. Sagt der Klaus, ja, hat er recht. Der Markt ist müde. Ey, ich bin aber auch irgendwie, ich bräuchte mal Urlaub. Das ist wirklich wahr. Aber vielleicht macht der Timo das ja heute Abend Bett. Der hatte heute auch sein Webinar um 18 Uhr. Aber es ist halt manchmal so, ne? Ich fand es ja halt zum Beispiel gestern, irgendwie, als ich gesehen habe, nach dem Helpdesk, also ich habe Helpdesk, da habe ich gestern irgendwie auch noch mit einem Kumpel drüber gesprochen. Da haben sie ja so viel bedankt.
für hier, danke für 20 Punkte hier, danke für 25 Punkte da. Das Helpdesk ist ja eigentlich nur, um die technischen Dinge mit dem Steuertrader anzugehen, aber ich habe da wohl intuitiv jedes Mal in die richtige Richtung geklickt. Die Trades dann halt irgendwie alle aufgegangen. Und da habe ich mich danach auch mal hingesetzt, okay, komm, wenn das schon irgendwie so einfach ist, und dann kannst du mal ein bisschen skypen. Das war dann auch gestern um die Uhrzeit relativ einfach. Aber ja, heute dann halt irgendwie doch sehr speziell. Ne, also hier kam jetzt halt auch nichts nach, sieht man ja. Sticht einmal kurz hier unten in das Cluster unter dem heutigen Point of Control. Dann wieder zurück auf Anfang und jetzt kleben wir hier wieder drunter und keine Ahnung. Also das wäre für mich, ne, also weiß ich nicht, nicht mal im Scalping hätte ich mich getraut, den Punkt hier wirklich zu handeln. Weil mir da halt einfach echt so, ich meine, was soll das? Also hier sind die Supports, die letzten, ne? Und ja, das wäre doch wenigstens mal so das Mindeste gewesen, wo er halt mal irgendwie hätte tippen sollen können, tun oder wie auch immer. Oder am liebsten auch mal hier ein Stück weit runter und dann wieder hoch, okay. Ne? Aber hier so, wenn ich sage, was soll das, dann liegt es daran, nicht, weil ich dem Markt vorschreiben will, was er zu tun hat. Aber das hier, das ist Overnight-Kram. Da war an Volumen tote Hose. Also, das haben irgendwelche Typen, die nichts Besseres zu tun hatten, irgendwo die nachts nicht schlafen konnten, mit Pipi-Volumen gehandelt. Und das hat mit der Kassaeröffnung halt jetzt relativ wenig zu tun, einfach. Ne? Und von daher ist es halt extrem ungewöhnlich, dass nicht mal halt hier diese kleinen Lows da halt irgendwo angegangen werden. Also ich hätte deswegen bei so einer Bewegung, wenn er halt so einen Dip macht, will ich immer eher eine Etage tiefer. Deswegen habe ich auch hier gesagt, weil das ATH, die 13.900 knapp drüber, ja, also da wäre man halt hier unten in dem Bereich gewesen. So, da gehört das eigentlich auch hin. Und dann haben wir zumindest mal halt hier so das Zwischengefummel, das wäre da halt mal weg und dann halt hier einen vernünftigen Dip dahin. Dass man wenigstens mal so das Maximum von der Bewegung da halt mal irgendwie angetestet hätten. Deswegen hier Long, so nicht mal für einen Punkt, finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass er da jetzt überhaupt reagiert hat. Ne? Also setzt zwar jetzt halt hier auf den Point of Control, hat er aufgesetzt von 8 Uhr. Okay, aber auch das sieht mir dann eher danach aus, wie dass es halt wirklich erstmal nur nach oben läuft und wir dann wahrscheinlich irgendwie erst später dann halt wohl die Bewegung kriegen werden. Weil also die durchzieht und von hier aus ein neues ATH macht, glaube ich absolut gar nicht dran. Also das wird für meine Begriffe nicht funktionieren. Ich habe hier gar keinen Live-Chart drauf. Na gut, ist nicht so wichtig. Das wird nicht funktionieren. Dafür reicht diese minimale Korrektur hier, die jetzt hier gerade gemacht hat, von 20 Punkten auf gar keinen Fall aus. Also, der Detlef war beim Zahnarzt. Na guck, ich hoffe, es hat nicht allzu weh getan. So, also irgendjemand positioniert hier. Weil ich bin es ja nicht, wie man sieht. Ich wüsste nämlich nicht, wie in diesem bisschen in dieser Minimalbewegung 9:15 Uhr. So, die 15-Minuten-Kerze sieht dann jetzt erstmal genauso aus wie die Stundenkerze. Also steht noch genau da, fast genau an der Eröffnung. Hier, wie viel sind wir drüber? Ja, 10 Punkte über der Öffnung. Hurra, hurra. Da kann man jetzt drauf spekulieren, das wäre wahrscheinlich jetzt so Heikos Ansatz, dass halt hier mit einem Plop die Highs rausgenommen werden. Das sehe ich halt hier auch, dass das relativ wahrscheinlich ist. Aber wo kommt man da jetzt rein? Ne? Weil das ist nämlich das immer das andere Problem. Wenn es aussieht, das könnte es nur noch hoch, funktioniert genau das nicht. In den meisten Fällen. Wir stehen jetzt. Ja. Es ist so ein bisschen sinnlos, das hier überhaupt großartig zu moderieren und zu erklären, weil es sieht ja jeder, ne, dass halt hier einfach nichts vorwärts geht. Und jetzt erkläre ich hier die ganze Zeit, dass der Markt auf der Stelle steht, ohne jetzt halt hier irgendwas Sinnvolles noch sonst dazu beitragen zu können. Ne. Also kann man versuchen, wenn man unbedingt will. Ich halte es für nicht gut, weil mir das Tief hier nicht reicht. Ne. Und jetzt hier irgendwie mit einem Stop-Buy da oben über die 14.000,
Das ist, ne, da frage ich mich, wer soll es denn machen, ja? Also hier bei dem bisschen, was da an Bewegung halt abgeht. Und da kann es halt passieren, dass einfach nur gefischt wird und dann doch ein neues Tief mehr, das geht zu schnell. Weil das ist ja übrigens, um das halt auch mal irgendwie mal kurz zu erklären, ja, wenn man immer so von Stop Phishing halt redet, ne? Und weil dann immer alle oder halt viele glauben, das ist halt irgendwie großartig Absicht oder gewollt, ja, das mag in einzelnen Fällen vielleicht mal der Fall sein, wobei man sich da auch mal die Frage stellen muss, warum und wie soll man das denn eigentlich machen? Weil wenn jetzt nämlich hier zum Beispiel, wenn man jetzt hier sagt, okay, ich gehe hier Stop Long, ja, das Problem ist ja halt, oder wie entsteht halt so ein Stop Phishing? Letzten Endes, wenn ich hier Stop Long gehe, ne, also jetzt als Beispiel, ich bin im Future und habe halt hier irgendwo oder löse halt hier meine Shorts auf, ja, nur mal als Beispiel, da liegen dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Kontrakte, die werden dann aufgelöst und oder hier oben sagt dann noch einer, gut, naja, wenn es hier oben durchgeht, gehe ich long. So, was passiert? Die Dinger werden aufgelöst und es kauft keiner nach, weil das Volumen einfach nicht reicht. So, was passiert als nächstes? Der hier long gegangen ist, der sagt, verdammt, es kommt keiner nach, löst dann das Ganze wieder auf. Der die Shorts aufgelöst hat, der sagt, ja, ist wohl nur gefischt worden, gebe ich die Shorts wieder rein. Und genau so passieren diese Geschichten dann halt eben auch, ne? Aber dass jetzt halt einfach da halt oben mit Absicht gefischt wird und dann wieder runter, das ist halt relativ unwahrscheinlich eigentlich, ne? Weil das ja im Endeffekt ja auch teuer ist und da müsste schon eine größere Strategie dann auch dahinter liegen, um sowas dann halt auch vernünftig zu rechtfertigen, sowas machen zu können. Das aber nur mal am Rande. Deswegen sehe ich auch jetzt hier nicht unbedingt, also mitunter deswegen, jetzt hier den Grund, da halt oben drüber long zu gehen. Also wenn long, man es unbedingt drauf anlegen will, dann hier, ne, nachdem er jetzt halt ein bisschen zurückgelaufen ist, habe ich auch gerade gesagt, wenn es so aussieht, das kannst du nur hoch, macht es genau das nicht. Hier auch gerade passiert, kommt dann erstmal wieder 10 Punkte runter. So, das war irgendwie relativ klar, dass das halt so nicht passiert. So, ich habe ja gerade gefragt, was ihr so positioniert seid. 14.000 RPO5, vermutlich dann Short. Ja, der Reinhard, Angeber, kann man scalpen für 50 Punkte im DAO? Wo hat denn der 50 Punkte überhaupt gemacht? Kann ja gar nicht sein. Er hat hier keine 50 Punkte gemacht. Es sei denn, er hat hier ganz genau das Ding rauf und das Ding runter. Da musst du mir mal den Scalping mal erklären. Ja, nein, aber ich gönn's dir natürlich, ist doch schön. Also Scalping, ne, habe ich ja gesagt, ich kann das hier nicht mit den ganzen Bildschirmen und dem Webinar. Das kann ich höchstens mal irgendwie machen, wenn man mal nur den Bildschirm überträgt und ich da halt irgendwie nichts Großartiges dazu sagen muss. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber hier die ganze Zeit erklären und dann Scalpen. So, und der Norbert sagt, DAX Short bis 930, ja, und das wäre genau der Bereich, wo ich gesagt habe, das ergibt auch Sinn. Ja, muss man nur trotzdem, glaube ich, bisschen Luft oben lassen. Falls nämlich halt so ein paar Verrückte kommen und die hier oben Stop Long gehen oder halt eben die Shorts auflösen, die sollte man dann halt, glaube ich, einplanen. So, jetzt drückt es halt wieder nach unten. Ne? Das ist doch schon auch so. Den würde ich jetzt mal mitmachen. Hier meine mit einer kleinen Position, was dann halt hier auf dem Konto etwa ein Viertel wäre. Aber das kann man mal versuchen, ne? Weil jetzt halt hier ein bisschen Druck kommt. Und der dunkle Chart ist schwer lesbar. Da soll man ja auch gar nichts lesen drauf. Man soll ja nur die Kerzen erkennen. Und das funktioniert bei Dunkel eigentlich wegen des höheren Kontrasts besser. Boah, besser als bei hellen Charts. Deswegen habe ich das hier momentan mal auf dunkel gestellt. Ja, also, wenn man das so machen will, also eigentlich muss man es so machen. Muss man sagen, gut, das wäre jetzt eher so der richtige Ansatz. Dann habe ich nämlich auf der einen Seite, habe ich hier oben, also da jetzt nicht, sondern der gehört dann eher knapp unters Hoch. Der hier, wenn es nur einen kleinen Rücklauf gibt. Der hier, wenn nur die Stops gefischt werden. Und so. Und dann hat man auf jeden Fall die größte Chance, das Ding irgendwie im Plus dann halt auch zu beenden. Also, dass das in dieser Konstellation, wenn die Orders so liegen, halt im Minus ausgeht, die Chance ist halt relativ gering. Also würde ich das normalerweise dann halt auch machen. Problem ist immer halt nur hier die Zeit bei den Webinaren, weil die halt auch begrenzt ist und der Markt ja genauso.
sich dafür halt jetzt irgendwie 3 Stunden Zeit nehmen kann, die paar Punkte rauf und runter dann halt zu machen. Nur, aber der Grund jetzt, warum hier, ist einfach, man sieht ja, ne, es ist zwar hier aufwärts gekauft worden, Dip ist halt, wie vorhin schon gesagt, für meine Begriffe überhaupt nicht tief genug, um da halt irgendwas nach oben zu reißen. Und dann halt hier in einer relativ starken Bewegung gerade halt auch nach unten gekommen. Und auch wenn das Volumen noch das gleiche ist wie vorher, aber sah doch zumindest mal, das war jetzt die erste deutliche Bewegung, die wir hier jetzt gesehen haben. Und das ist jetzt der Grund, weshalb ich da sage, ja gut, komm, das kann man jetzt mal machen. Weil das ist zumindest mal halt dann irgendwie so ein bisschen eine Ansage, ne? Weil hier oben war ja dann halt irgendwie relativ klar jetzt gesagt worden, da geht es jetzt erstmal nicht weiter. Und das ist dann halt jetzt einfach nur erstmal die kurzfristige Tendenz, dass es nach unten drückt. Aber halt auch im Daily, den habe ich noch gar nicht irgendwie im DAX besprochen, kann ich auch mal kurz machen. Da sieht man ja halt auch, ne? Also hier letzter Außenstab eben vom Freitag da oben. So, gestern verkauft die Nummer. Da ist schon ein bisschen Dampf da, ne? Und das heißt auch hier, habe ich ja vorhin auch gesagt, auf der Stundenbetrachtung fehlt einfach auch da unten so ein neues Low, ne? Also jetzt nicht, weil ich den komplett in den Süden schicken will, sondern einfach nur, das ist ja nur, halt eben nur ein kurzfristiger Trend, Korrektur, was auch immer. Und da muss man ja nicht unbedingt hier unten long gehen und drauf warten, ob die 14.000 noch kommt. Kann man machen, ob die 15.000 noch kommt. Kann man machen, wenn man halt Investor ist, aber sicherlich nicht als Daytrader. Ja, das ist wohl eher, glaube ich, so ein bisschen der. So, was habe ich denn heute Morgen mit diesem Knopf dann? Ist so ein bisschen der ungeschicktere Ansatz, würde ich mal behaupten. So, jetzt kann es aber trotzdem passieren, ne? Deswegen auch hier skaliert, dass es trotzdem halt erstmal nicht weitergeht, dass wir jetzt auch hier noch ein bisschen rumstehen. Ja, das ist so, ach Gott, da haben wir noch eine EMA. Ah ja. Das sind ja meine Freunde, die ehemals nicht. Ich habe die auch eigentlich immer nur drin, also für diejenigen, die halt hier vielleicht zum ersten Mal dabei sind, weil der Markt da halt meistens irgendwie ein bisschen merkwürdig läuft und halt in allen möglichen Richtungen irgendwie zum Stehen kommt. Im DAO habe ich ihn eigentlich eher drin, also gerade im M5, weil es da meistens halt durchgeht wie Butter. Und aber halt nichtsdestotrotz erklärt, passt immer so ein bisschen, oder sagen wir es mal so, wenn man sieht, dass halt irgendwie im Markt nichts los ist, wenig Volumen und so weiter und so fort, dann kann man eigentlich immer schon davon ausgehen, dass genau die Dinger dann halt halten, weil es halt einfach, ich behaupte, nur von Retailern gehandelt wird, sowas. Und sobald Volumen da ist, werden die Dinger nach oben und unten weichgespült. Oder es ist halt oft so, läuft dann durch und läuft nicht mal mehr dahin hin zurück, weil man halt eben dann auch scheinbar weiß, dass da halt viele Schieflagen dann existieren und dann drückt man lieber nach unten und dann löst es entsprechend deutlich nach unten auf und das ist dann auch der Grund, warum es da halt dann oft wie durch einen Beschleunigungsstreifen dann halt durchgeht. So. Was? 50, 100, 89, 200? Lutz spricht im Rätsel. So, aber mal gucken, jetzt hier so mit 9:30 Uhr, die berühmte Knoppers-Fraktion. Ob da jetzt wenigstens dann mal was passiert. Da kann man dann auch mal überlegen, ob man den nicht einfach ausbaut. Ja, mit dem Spike darunter, nicht mit dem Spike, sondern mit einer Bewegung am liebsten natürlich darunter. Spike wäre natürlich ein bisschen wenig. Aber dazu müsste jetzt in den nächsten paar Minuten dann auch so ein bisschen mehr hier mal passieren. Aber steht einfach komplett. Das ist schon geil. Oh Mann. Ich habe aber echt, ne, so das Jahr fängt irgendwie im Live-Trading nicht gut an. Also hier in den Webinaren halt zumindest. Das ist halt, da steht alles still, wenn ich Live-Trading mache. Die haben sich gegen mich verschworen. Die Bewegung kommt Passt. nach dem Webinar. Ja, ne? Danke fürs Bestätigen. Da guckt ihr das nochmal an, das gibt's doch nicht, ey. So, na gut, ein bisschen was passiert jetzt. So, komm, den nehmen wir mal mit, direkt als Stop da rein.
Ob es eine gute Idee war, werden wir dann gleich sehen. Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch hier scalpen und sagen, gut, habe ich 5 Punkte, 6. Ja, also wenn man das machen will, ist sowieso halt immer, finde ich, der sicherste Ansatz, Scalping. Kurze Bewegung, nur ein paar Punkte, wenn man sieht, es geht nicht sofort weiter raus. Und so kann man sich das eigentlich relativ gut dann auch zusammenbauen. Also dann über den Tag verteilt zusammenbauen. Mit zusammenbauen meine ich halt natürlich das Ergebnis, was man erzielen möchte. So, hier haben wir den Kassaschluss von gestern. Wenn es da hingeht, gehen wir höchstwahrscheinlich sowieso noch mal eine gute Etage tiefer, wenn es da hingeht. Weil Gap Close von oben ist halt nun mal bärisch und einer von unten bullisch. So, und da stehen wir jetzt 3 Punkte drüber. Und das sollte aber eigentlich schon machbar sein, da jetzt einmal durchzurennen. Und zwar um Punkt 30, wenn es geht. So kann natürlich jetzt auch sein, dass er genau das jetzt auslässt und wieder zurück auf Anlauf läuft, auf Anfang läuft. Alles möglich. Wenn es aber kommt, kann man sogar wirklich überlegen, ob man hier nicht noch eine wirklich direkt mit dazu gibt. Hier unter den Lows, da muss man halt nur schnell sein. Im Zweifelsfall, falls es da nicht schnell, da nicht mit genug Dampf geht, ich lasse den mal kurz da liegen. Und behalte mal ein bisschen Zeit im Auge. Was sagt der hier? Ja, der will auch wieder runter auf die Orange. .342, 50 Punkte. Ja, ist eigentlich, also von der Vola finde ich dann den DAX gerade tatsächlich interessanter. Wenn man das mal vergleicht, ne, dann ist der DAX prozentual gerade doppelt so viel gelaufen. Ja, doch, doppelt so viel gelaufen wie der DAU in der letzten halben Stunde. Und von daher bleiben wir da jetzt auch mal beim DAX. So. Gucken wir hier nochmal gerade rüber auf die Stunde. Hier auf meine Übersicht. Ja, täte nicht weh, ne? Da mal anzutesten. Und am liebsten natürlich hier gleich auf die 907 da unten. Wäre jetzt nicht weiter tragisch, was er dann danach macht, ist ja egal. Muss ja nicht hier gleich den Crash 2021 einleiten, darum geht es ja gar nicht. Ja, das ist jetzt halt gar nicht außergewöhnlich, dass da ein Punkt davor gebremst wird, ne? Weil nämlich genau das passieren wird. Das ist meistens wirklich ein Trigger. Allein das Erreichen von einem Gap Close führt dann oft dazu, dass die Bewegung direkt weiter fortgesetzt wird für irgendwie nochmal diverse Punkte. Aber ich lasse jetzt hier mal kurz drin. Aber deswegen habe ich halt auch gerade gesagt, wenn man das scalpen will, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte raus, wenn es nicht weitergeht sofort, ist wirklich das Allerbeste. Also das Nervenschonendste auf jeden Fall, wenn man dann halt eben nicht zugucken muss und nicht recht haben muss, ne? Sondern hier jetzt, wenn man so eine Position wie hier hat, ja, und der macht es dann nachher nicht, und dann muss ich mich hier wieder erklären, warum es denn dann doch nicht gemacht hat. Und letzten Endes ist es halt ganz oft sehr nah am Recht haben irgendwie, und das ist so ein bisschen nicht so klasse. Ja, weil das ist natürlich eine kurzfristige Tendenz, weil die halt auch nicht jeder sieht, ne? Vielleicht hängt es damit zusammen oder weil halt Algos dahinter stecken, ne? Aber dass jetzt hier so ein paar Punkte kommen, deswegen habe ich den Short ja auch hier nochmal dazu gegeben, dass da so ein paar Punkte drin sind, das halt hatte ich eben entsprechend für extrem wahrscheinlich gehalten. So, das hier, ne, das grenzt jetzt wieder an Spekulation. Ich habe ja gesagt, das sollte er eigentlich hinkriegen, aber da ist der Konjunktiv schon unüberhörbar. Ne. So, aber nichtsdestotrotz jetzt mit dieser 15-Minuten-Bewegung, wenn man sich das jetzt hier mal auf der rechten Seite mal anguckt im M15, kommst du. Ja, ist natürlich jetzt die ersten 15 Minuten von der Eröffnung war komplett abverkauft, drunter geschlossen. Das ist tendenziell schon short, ne? So, aber auch die hat jetzt natürlich noch das Problem, dass sie halt nur mal 15 Minuten dauert. Das heißt, kann jetzt auch genauso gut sein, dass wir jetzt halt hier nochmal 10 Minuten am Stück rauflaufen und dann halt irgendwie, ja, kaum gesagt, ne? Schon geht's wieder los. Am Stück rauflaufen und dann halt irgendwie nochmal da oben rumzackern und dann halt um 10 Uhr. Dann halt hier nochmal vielleicht das Tief antesten und dann vielleicht das Gap doch nicht zumachen, also das Kassa-Gap.
Das ist halt immer das Problem. Ne? Da muss man halt ein bisschen Sitzfleisch dann auch schon mal mitbringen. Ja, ne, ich sag ja, kaum gesagt, ne? Schon ganz normal. Aber auch das hier, das, also für ATH ab hier reicht nicht. Also, ich sonst was drauf verwenden. Sondern da müsste mal irgendwie ein kleineres Tief halt her. Ach je. So, wer hat die 10 Punkte 15 mitgenommen? Wer war so schlau? Bestimmt alle. Die ersten 2 Tage mit Aussage zum Kassaschluss waren genau umgekehrt. Ja, das kann natürlich sein. Also schreibt der Waldemar hier gerade, ne? Weil ich ja gesagt habe, wenn es dahin geht, geht es auch durch. Das geht ja nicht, also bei solchen Betrachtungen, da muss man ja halt immer irgendwie so, wie bei jeder statistischen Betrachtung, ja wirklich dann halt dann auch mal eine vernünftige Berechnungsmasse dann ja auch haben. Ne? Und nur von zwei, wenn es jetzt zweimal anders war, dadurch werden ja die 100 Male oder 200 Male davor nicht ausgehebelt. Ne? Das ist dann natürlich dann halt Ausnahme. Und das muss man halt schon in sich ein bisschen länger angucken. Es gibt ja nichts, was immer funktioniert, ist ja klar. Aber halt, das ist ja halt nun mal die Regel. So, und sollte sich das jetzt das ganze Jahr so durchziehen, ne? Also gemeint ist ja meine Aussage, dass ich sage, wenn es dahin geht, geht es auch weiter, weil es halt eben nicht bullisch ist. Das ist damit gemeint. Und das war jetzt wohl dieses Jahr schon zweimal anders. Aber halt in der Regel ist es ja halt nun mal so. Ne? Ich meine, wenn es was gäbe, was halt immer zu 100% funktioniert, das wäre super. Dann bräuchte man ja nur genau zum Beispiel so ein Ding dann halt zu nehmen und handelt nur das. Man macht ansonsten gar nichts mehr und verdient zu 100% immer Geld damit. Funktioniert ja leider nicht. Ja, nee, genau, deswegen generell sage ich aber auch immer, egal was man handelt, ja. Und man braucht halt entsprechend halt immer einen langen Zeitraum und irgendwie wenigstens mal 100 Beispiele, dass es halt funktioniert. Und ansonsten braucht man sich damit gar nicht großartig oder von irgendwas beeindrucken zu lassen. Ne? Ist ja auch so bei zum Beispiel irgendwelchen Foren, Gruppen und so weiter, gibt es ja immer Leute, die sagen, ja, hier, dies und das und jenes, super und das und dann manches oder weniges mag ja davon stimmen, aber und dann guckt man auf den Chart und dann sieht man, oh echt, ja, total krass, dann ist man beeindruckt und dann testet man das Ganze mal irgendwie über längeren Zeitraum und dann stellt man in 99% der Fälle fest, mindestens 99%, das halt Quatsch ist. Ja, und deswegen, das sollte man auch mit allen Strategien genauso machen, dass man es halt wirklich dann mindestens 100 Mal irgendwie halt sich anguckt. Dann kann man sich überlegen, ob man damit was anfangen will oder nicht. Ne? Ja. Deswegen bin ich da auch selten von beeindruckt, wenn man halt dann irgendwas nicht aufgeht, also auch im Live-Trading. Solange ich weiß, dass es das in der Regel ja tut oder in den meisten Fällen, dass man es halt vernünftig handeln kann, ist das ja, spielt es ja keine Rolle. Ich kann gar nicht so viel reden, um das bisschen an Bewegung, was der Markt hier macht, mit vernünftigem Content verbaler Natur zu überbrücken. Der könnte doch jetzt hier mal einfach 30 Punkte weiterlaufen. Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Oh Mann. Nelson, tu was. Ihr habt doch so große Konten bei euch. Kannst du da nicht mal was bewegen? Nicht größer als deine Konten. Das halte ich für Gerüchte. Ich bin eine ganz arme Wurst. So. Ja, jetzt klebt er halt hier wieder fest. Ne? Also jetzt hier an dem, das hier dann dieser EMA am M5. Und wieder POC. Und naja, ja, es sieht wirklich so aus, als müssten wir hier die 15 Minuten bis zur nächsten Kerze da komplett durchhalten. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn das um 9:45 immer noch auf der Stelle steht, dann brechen wir hier ab. Das ist mein absoluter Ernst, weil das ist totaler Quatsch dann auch irgendwann. Ne? Da muss man auch irgendwann mal sagen, komm, da kann man die Zeit wirklich besser nutzen, als irgendwie hier drauf zu warten, dass sich der Markt mal irgendwie 3 Punkte bewegt. Das kann ja nicht wahr sein. Weil das hier ist doch
Gag. Das muss nämlich jetzt irgendwie echt nicht sein. Ja, also ich handle auch ganz oft nicht, ne, weil hier schreibt nämlich gerade jemand so, Respekt, wenn du durchhältst und nicht handelst. Ja, also soll ich machen, ne? Also nur mal zitieren Webinars, ich meine, das ist der erste Ansatz, aber den ja halt auch hier mit Vorsicht, aber generell auch, ne? Zum Beispiel auch irgendwie gestern den ganzen Tag fast gar nichts gemacht, immer nur zwischendurch mal irgendwelche Gelegenheiten, wo ich dann gesehen habe, oh, hier könnten irgendwie mal schnell 5, 6 Punkte drin sein. Die habe ich dann halt mal gemacht, aber immer so aus dem linken Augenwinkel dann halt irgendwie wahrgenommen. Aber ich muss da jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Tag davor klemmen und dann halt irgendwie darauf warten, dass der Markt mir da halt irgendwie irgendwann mal 10 Punkte schenkt oder 20 oder 100 oder wie viel auch immer. Ja, es gibt halt Tage, da ist es halt einfach so. So. Okay, die Fragen mal durch. Ja, wie sehen solche Gelegenheiten aus? Also, ich meine, das ist wie gestern, echt, glaube ich, so auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern das Webinar halt angucke hier mit dem Helpdesk, ne? Das ist ja ganz oft so, dass man halt irgendwie, ich glaube, je länger man das macht, umso öfters ist es so, dass man halt ja irgendwie ein Gespür hat oder der dann auch intuitiv weiß, oh, das geht erstmal noch mal ein paar Punkte runter, bevor es rauf geht oder umgekehrt, ne? Ohne dass man da halt jetzt irgendwie großartig da halt analysieren muss. Und das ist ja dann halt einfach die Erfahrung. Das ist mit allem so, ne? Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn man lange genug Auto fährt, dann weiß man ganz genau, wann der Idiot da vorne einfach links rauszieht, ohne einen Blinker zu setzen. Und hat dann schon irgendwie den Fuß über dem Bremspedal schweben. Ich glaube, das ist irgendwie beim Handeln ja nicht anders. Also jeder, der, glaube ich, kann, wird hier jeder bestätigen, oder? Also ich meine, Führerschein haben wahrscheinlich alle, die hier sind, oder fast alle. Und dass man das einfach irgendwann weiß auf der Autobahn, wenn man auf der Überholspur ist und die halt schon riechen kann, die dann halt ohne Blinker einfach mal gleich mit Tempo 90 auf die Überholspur ziehen. Ne? Das ist Erfahrung einfach dann nur aus dem Bauch heraus. Und der Bauch lügt nicht, weil der einem ja immer sagt, oder hat ja irgendwie so ein bisschen das, was man unterbewusst ja dann halt irgendwo gespeichert hat, einem ja dann halt nach vorne bringt. So, 38, gut, die Hälfte ist dann jetzt um. Ich weiß nicht, soll ich den hier noch drin lassen? So, da sind wir erstmal. Wenn es direkt nachgeht, ist gut. Kommt mal weg. Das ist zu lame. Aber immerhin haben wir doch jetzt hier schon mal 20 Points. Und jetzt halt mal gucken, ob es da jetzt auch weiter durchgeht. Ne? Stopp mal hinterher. Wenn nicht, dann nehmen wir uns die halt. Ich meine, ich könnte es auch so machen, dass ich halt sagen, auf, machen wir das doch mal hier mit einem Teilstopp, wenn er nicht durchgeht, nehme ich die Hälfte raus. Und ansonsten, wenn es durchgeht, würde ich da unten halt erstmal den Trail anwerfen. So, TA6, Trail, Distanz, 3 Punkte sollte reichen. Ne, aber das hier, das meinte ich ja eben. Dann geht's, auch wenn es jetzt hier erstmal nur 7, 8 Punkte sind, aber wenn der da hinkommt, geht er meistens eben auch weiter. Ich habe jetzt nur trotzdem die Order rausgenommen, weil das Volumen so ein bisschen dünn ist. So, jetzt würde ich den aber hier auch ganz verfolgen. Ich nehme den Teil wieder raus und mal gucken, ob er da jetzt nicht nach unten schiebt. Beziehungsweise dahin darf er ja. Kurzer Rücklauf ist in Ordnung, aber wenn nicht, dann haben wir halt hier die 20 Punkte und dann ist es auch okay. Beziehungsweise 16 ist jetzt eingestellt. Ne? Wäre für mich jetzt aber durchaus in Ordnung. Wir sind auch hier an der Future-Eröffnung. Das heißt, hier dreht sich auch, wie man hier auch sieht, jetzt oder es wird versucht, die Farbe von der Tageskerze halt dann auch entsprechend auch zu drehen. Von daher ist der Reaktion auch ganz normal. Ich gehe jetzt aber hier mal auf die Minute.
So, noch 10 Sekunden, bis die um ist. Ich halte den Stop mal nur in der Hand und lasse den 2 Sekunden. So, das heißt, ich würde halt schon versuchen, dass ich halt jetzt hier dann auch auf der Minute wegen der Wohler, ne? Also generell, wenn ich das Ding halt wirklich da unten sehen will, Norbert, wo wolltest du hin? 930, ne? Genau. Ja, das war ja halt erstmal die erste Anlaufstelle. Ich würde jetzt hier nur nicht unbedingt sofort auf Long drehen, das sehe ich hier noch nicht, sondern würde den Impuls jetzt mal, also nicht als Empfehlung jetzt ausgesprochen, sondern ich rede ja nur von dem, was ich hier habe. Ne? Also der kann halt eigentlich ganz problemlos auch hier noch 30 Punkte weiter runterrutschen. Das tut eigentlich überhaupt nicht weh. Weil der Impuls jetzt hier gerade mal angefangen ist, würde ich jetzt hier auch nicht direkt long dagegen gehen. Ne? Auch wenn ich vorhin auch ja gesagt habe, zumindest mal bis dahin, bis wir nach oben laufen, kann funktionieren, aber muss jetzt nicht sein. Ne? Deswegen behalte ich das jetzt mal hier erstmal so, wie es ist. Hier ist auch der S2 von der Stunde. Zum Volumen wird es passen, wenn es nochmal ein Stück nach oben geht. Aber ich finde es halt auch schlüssig, wenn wir einmal komplett da runterklatschen. Ne? Wenn nicht, nehmen wir den jetzt hier raus, beziehungsweise werden halt hier rausgenommen und dann ist halt doch okay. So, ne? Gut. So, Gott sei Dank. So, 17 Points. Und alles schön. Ne? Kann zwar jetzt hier abprallen, direkt weiterlaufen. Es kann sein, ne? Also, aber mir geht es ja, ich glaube, das hat man ja auch verstanden, eher darum, nicht jedes Mal in den Webinaren Erklärpositionen zu haben, die sich dann halt irgendwie Stunden später auflösen, sondern halt möglichst dann halt auch in dem besprochen, dann halt auch ein Ergebnis, mit dem man was anfangen kann. Ne? Okay. So, also. Ich habe ja vorhin, glaube ich, man berichtige mich, wenn ich da falsch liege, glaube ich ja auch gesagt, hier gehört eigentlich der Support hin, beziehungsweise da drunter eigentlich unter die Tiefs und nicht da oben, wo es am Anfang gemacht hat. Ne? So, und da waren wir jetzt sogar noch ein Stück tiefer, von daher ist das jetzt auch völlig in Ordnung, dass wir jetzt hier eine Reaktion kriegen und halt nicht am Stück durchlaufen. Aber abgeschlossen ist das nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird jetzt hier ein bisschen korrigieren. Und aber vermutlich kommt um 9:45 Uhr direkt das Nachtreten. Und vorausgesetzt, wir schließen jetzt nicht hier um 9:45 Uhr schon wieder hier oben in dem Bereich, dann wäre es halt eher schwierig. Aber wenn wir halt hier drunter bleiben, dann vielleicht noch ein bisschen hoch und dann sollte es eigentlich nochmal was nachtreten. Da würde ich eigentlich schon gerne mal die 900er auch sehen. Und weil es ist ja hier, wenn ich das jetzt auch mal hier anguckt, das ist ja auch angeknackst, ne? Also hier diese Lows, auch wenn die, wie gesagt, das sind ja eh die Overnight-Geschichten, auf die ich sowieso nichts geben würde, die sind angeknackst, die Dinger. So, und das Einzige, was wir hier noch haben von gestern, das ist überhaupt ja sowieso in dem Bereich hier 910. Ne? Also sieht man ja auch hier dieses Tief. Ich kann das nochmal irgendwie kurz einzeichnen, falls man das nicht versteht. So, ganz. So, ich hoffe, es ist irgendwie hell genug. Gelb ist jetzt gerade nicht so die förderliche Farbe hier auf grauem Hintergrund. Sieht auch so ein bisschen nach Opel aus. Ja, also hier dieses Tief. So, und sonst war ja da nichts. Von daher, das hier ist, wie gesagt, von irgendwie 1:30 Uhr bis irgendwie heute Morgen da irgendwie entstanden ist, interessiert im Endeffekt den Toten, wer da gehandelt hat. Also den Kassamarkt. Auf jeden Fall nicht. Und deswegen der nächste interessante Punkt ist halt entsprechend hier. Und der sollte eigentlich noch nicht mal halten. Ne? Das soll es halt irgendwie dann auch drunter gehen. So, jetzt habe ich es verpennt. Ne? Ich gesagt, hier, da kommt direkt der Nachtreter wahrscheinlich. Gut, bin ich jetzt zu langsam. Ja, also hier direkt um 9:45 Uhr, wenn wir da unten stehen, wie ich es gerade gesagt habe, sollte eigentlich ein Nachtreter kommen. Und dann auch direkt jetzt runter. Aber ich mache es jetzt nicht auf. Ne? Wer es gemacht hat, fein. Direkt am besten hinterher auf Anfang und dann jetzt gucken, ob wir da nicht komplett direkt einmal darunter drücken und auf jeden Fall die richtige Entscheidung um 9:45 Uhr da nochmal drauf zu drücken. Gut, alright.
Okay, so, jetzt gucken wir mal kurz. Der DAO, hat der irgendwas geleistet in der Zwischenzeit? Ja, da habe ich vorhin, habe ich ja auch gesagt, der DAX hat irgendwie gerade prozentual das Doppelte hingelegt wie der DAO. Daher war das auch richtig da, um dabei zu bleiben. Okay. So, jetzt würde ich wirklich mal gerne sehen, ob der es nicht noch komplett nach unten hier aufdrückt und wir dann einmal hier auf dem Dezember ATH aufsetzen. Da kann man dann halt mal nochmal versuchen, irgendwie halt nochmal ein bisschen Gegenrichtung dann halt mitzunehmen. Aber das wäre jetzt für mich wirklich die viel plausiblere Geschichte, als das jetzt, als jetzt hier noch großartig weiter zu reagieren. Grund ist natürlich halt auch immer, ne, ich habe ja auch vorhin gesagt, nicht, dass man das verwechselt, ist vielleicht, glaube ich, auch für die Anfänger mal wichtig. Ich habe ja gesagt, um Long hätte ich gerne hier, zumindest mal in dem Bereich, da ein Dip und dann würde ich da auch long gehen? Ja, habe ich gesagt. Aber die Reihenfolge ist das Entscheidende. Das heißt, hätte er das direkt um 9 Uhr gemacht, ja, direkt am besten ohne Docht um 9 Uhr darunter, dann hätte ich den sofort hier unten gekauft. Da wir jetzt aber auf der Oberseite uns schon aufgehalten haben, ne, die erste Viertelstunde, hier nochmal, hier sieht man es ja, das ist der 15-Minuten-Chart. Das war die Eröffnungskerze. Und wir sind ja da oben schon nicht weitergekommen. Ne? Das heißt, er hat es erst oben versucht, mit einem falschen Support, den dann verkauft. Dann gehe ich nicht 3 Punkte später nochmal rein, versuche dann nochmal hochzulaufen. Das ergibt gar keinen Sinn. Hätte der jetzt aber direkt hier unten, da oben gestartet, ja, mit einem tieferen Tief, hier ein paar Stops wären dann halt gefischt worden, die hätten sich nochmal eingedeckt und dann hätte das Ding auch weiter nach oben laufen können. Aber nachdem wir jetzt hier oben schon gescheitert sind, ja, gehe ich da unten nicht mehr long. Deswegen muss man da immer so ein bisschen differenzieren. Es ist immer ein Wenn-Dann. Und weil so funktioniert halt auch ein Dip nicht. Ne? Ein Dip kommt nicht, wenn irgendwie, wenn vorher auf der Oberseite schon keiner mehr gekauft hat. Dann kommt eine Korrektur, aber kein Dip. Und das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ne? Und deswegen ist das für mich der Grund, warum ich sage, ich gehe jetzt hier auf gar keinen Fall mehr long. Weil, ne, wegen dieser Geschichte hier oben, da war jetzt erstmal der Deckel drauf. Und es kann es natürlich trotzdem sein, ja, dass wir jetzt hier nochmal zurück auf Anfang laufen, dann halt stehen bleiben. Regel wäre es aber halt nicht. Ne? Und deswegen lasse ich da jetzt halt hier auch die Finger weg davon. Und ich gehe mal kurz aufs andere Bild. Hier sieht man ja auch, da ist ja schon ein bisschen Bums ist ja drauf jetzt. Ne? Das sieht zumindest so aus, wenn es jetzt so bleibt. Und dann kann es auch durchaus eine lange schwarze Kerze noch werden und auch Probleme, was hier sogar noch durchdrücken. Ne? Das spricht überhaupt nicht viel dagegen. Und wenn es eben halt das Volumen komplett ausgeht und dann zieht die wieder hoch in die 8 Uhr und dann zotteln wir da halt noch ein bisschen rum. Aber ab hier nochmal long, weil man muss sich einfach mal, was ich halt immer so hilfreich finde, wenn man halt visuell ein ganz gutes Vorstellungsvermögen hat, ist, wenn das eine saubere Aufwärtsbewegung werden soll. Ich meine, wie sieht denn so eine Bewegung aus in der Regel? Da habe ich ja nicht irgendwie eine Kerze wie hier in der Stunde, die dann halt so schick ist und dann halt eine schwarze, die drunter hängt oder rot und dann eine, die hinterherzieht. Nein, sondern es ist ja halt eine fortgesetzte Bewegung. Das heißt, ich bräuchte dann hier jetzt mit dieser Kerze, die jetzt gerade hier gebaut wird, bräuchte ich ja eigentlich auch eine, die ja dann halt nochmal long ist. Das heißt, die auch höher schließt. So, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. 9:49 Uhr. Wie soll denn das Ding von hier aus, nachdem er da oben schon was auf den Deckel gekriegt hat, in 10 Minuten bei der Vola, bei dem Volumen, da oben enden? Erklär mir das einer. Also da müsste jetzt schon irgendwie von irgendwoher ein ganz merkwürdiger Impuls kommen. Aber das wäre halt das einzig Vernünftige, dass wir halt, ne, weil hier hat die Bewegung ja angefangen. Und ich mache mal hier kurz nochmal, dass man das ein bisschen besser versteht. Hier hat das Ganze ja angefangen. So, und dann müsste, und hier wurde es meinetwegen auch bestätigt. Und dann, um das fortzusetzen, bräuchte ich jetzt hier eine, die dann auch hier oben irgendwo endet. Und wie gesagt, wenn ich mir jetzt vorstellen soll, dass das von hier bis da oben in den nächsten 10 Minuten passt nicht zum aktuellen Bild vom Markt. Und deswegen auch mit dem Grund, warum ich hier jetzt nicht long gehe. Und deswegen wäre es umgekehrt. Hätten wir hier gestartet, direkt darunter, ja, dann hättet ihr eine Stunde Zeit gehabt, um ganz bequem da oben zu schließen. Das ist ein ganz anderer
Das ist eine ganz andere Geschichte, ne, als das hier jetzt. Deswegen, um es nochmal irgendwo zu unterstreichen, warum das jetzt genau das Gegenteil ist von dem, was ich am Anfang gesagt habe, in puncto dahingehend, wo würde ich long gehen und wo nicht. Ja, das muss man halt schon verstehen und auch verstehen wollen, auch klar. Aber das ist halt eben mit der Grund, warum ich mal sage, auf die Reihenfolge kommt es an. So, ne, also drückt auch hier weiter, der DAU auch. Und wenn der hier drunter schließt, dann würde ich den nachher halt auch shorten und wirklich versuchen, dann auch hier den großen Dip dann auch mitzukriegen. Der dann halt eben eigentlich 500 Punkte nach Süden problemlos laufen könnte. Gut, alright. Also, passt ja, ne? Soweit erstmal. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann halt auch Schluss. Müssen jetzt nicht hier unbedingt die Kerze abwarten, kann ja dann halt irgendwie jeder sich dann gleich angucken, wie sich das Ganze dann halt weiter entwickelt. So, da haben wir zumindest ein paar Punkte mitgenommen, auch wenn der Markt überschaubar war von der Vola und vom Volumen. Aber ist doch zumindest mal ein vernünftiger Auftakt fürs Jahr. Ne, Nelson? Einverstanden? Sehr einverstanden. Gut, wunderbar. Dann machen wir das doch so. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir den Deckel zu. Ich sage danke fürs Dabeisein. Natürlich auch danke an dich, Nelson, dass du es immer wieder mit mir aushältst. Und, aber du hast ja zumindest halt jetzt nicht so viel tun müssen und so viel reden müssen, ne, sondern konntest ja deiner Müdigkeit frönen und dich mit einem Kaffee schläfrig auf die Couch setzen oder so. Ich hoffe, das hast du gemacht, sagen wir es mal so, und hast dich nicht dazu Nette genötigt gefühlt Vorstellung. lassen. Okay. Also ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Macht nichts kaputt und wir sehen uns. Dauert ein In bisschen, 2 Wochen. ne? 2 Wochen. Genau. Ne? Das heißt erstmal Ja. Ruhe von mir. Okay. Ja, schön. Da würde ich sagen, bis dahin. Und der Ja, Nelson hat aber das letzte Wort. Danke. okay, sehr schön, sagt er. Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für das Webinar heute. Trotz der Vola war das doch ein netter Auftakt und ich bedanke mich natürlich bei allen Teilnehmern, wie immer, für das Interesse und wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und hoffentlich dann bis in 2 Wochen. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.